also dann hallo und herzlich willkommen zurück. Ich melde mich wieder mit dem nächsten Spiel aus den ersten Game des CS Qualifiers mit Natus Vincere gegen Virtus Pro. Und es steht, ich muss wirklich zu meiner Verteidigung sagen, überraschenderweise 1:1. Virtus Pro kassiert von Navi die erste Niederlage im Verlauf dieser Qualifiers. Und Navi unterstreicht wieder das, was sie auch damals schon in der Dream League Season für mich gezeigt haben. Sie sind kein BO2-Team. Navi, oder kein BO1-Team. Navi hat auch in der Dream League immer ein Game-Anlauf gebraucht, um wirklich ein bisschen in die Fahrt zu kommen. Wobei auch hier in dieser BO3 Series Game 1 unglaublich spannend war. Spiel 2 auch sehr gut gespielt und ich würde es Navi und Roman hier wirklich zutrauen, Virtus Pro ins Lower Bracket hier zuschicken in diesen Playoffs. Aber dahin ist es noch eine lange Reise. Wir haben Co-Caster getauscht, der liebe Muffins ist weg und dafür joint mir jetzt der liebe Florian. Schön, dass du da bist, Conky. Wie geht's dir so? Oh, mir geht's super, das Wetter passt, dazu Dotes. Könnt mir nichts Besseres vorstellen. Und dann auch noch gleich so eine Even Series für mich als Einstand. Finde ich ziemlich geil. Ja, also ich glaube, uns fehlt es hier an nichts. An der Stelle auch nochmal Riesendank an die vielen Zuschauer, die sich hier eingetroffen haben. 1600 bei Navi gegen Virtus Pro. Die höchsten Einschaltquoten, die wir je hatten beim Qualifier. Also absolut geil. Bisher die höchsten Einschaltquoten eines Qualifiers überhaupt bei Saphira TV. Ans Main Event kommt es noch nicht ganz ran, aber trotzdem richtig geil. Danke für euren Support. Und jetzt wollen wir mal einen Blick auf den Draft werfen. Keeper of the Light und Juggernaut sollen sein für Navi. Also Juggernaut, Kotl auf der Seite von Virtus Pro. Erstmal der klassische Darkseer Nightstalker. Was heißt, wir werden hier wahrscheinlich einen Roaming-Support-Nightstalker sehen. Wobei der halt bei Nacht ein Roaming-Support-Nightstalker, der mit einer Stelle auf dich zuläuft. Ich könnte mir angenehmere Sachen vorstellen bei der 4-Minuten-Marke im Spiel. Ja, definitiv. Also ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, dass Nightstalker die ersten 4 Minuten Static mit dem Darkseer zusammen eine Dual-Offlane spielt. Was relativ stark ist. Nightstalker ist halt super tanky. Da ist es schwer, den zu fighten, wenn er einen Shell auf sich drauf hat. Und gibt Darkseer auch ja, die Möglichkeit, Farm zu generieren, durch einen Shell eventuell Last Hits zu bekommen. Von daher eine ganz gute Kombination, würde ich sagen. Beide relativ tanky und schwer rauszuharassen. Auf der anderen Seite Kotl und Juggernaut. Ja, ich weiß nicht, also wir hatten es jetzt ja, glaube ich, die Tage schon immer wieder angesprochen, dass sich Kotl zum First-Phase-Ban or Pick-Material entwickelt hat. Allerdings sind ja die Teams ganz schnell auch wieder draufgekommen, dass Nightstalker diesen Aghanim-Kotl auf jeden Fall gut countern kann. Und wir haben jetzt wirklich häufig Nightstalker gesehen, dann immer als Return-Pick auf einen Kotl. Und Nightstalker müsste, denke ich, auch eine relativ gute Winrate haben, was wir bisher gesehen haben, oder? Ich kann mal ganz kurz nachschauen. Ich habe nebenbei nämlich zufällig mein Winrate-Sheet auf. Nein, aber das ist dann für alle Regionen. Okay, ich bin zu doof, Nightstalker zu schreiben. Nightstalker wurde jetzt 13 Mal gespielt und hat eine Winrate von 70% tatsächlich. Also er ist ganz weit oben in der Winrate. Es gibt noch ein paar Helden, die ein bisschen höhere Winrate haben mit mehr als 5 Spielen. Da wäre Klings dabei, Bounty Hunter, Ricky und Chen. Und dann noch Elder Titan und Meepo mit einer abartigen Winrate, wobei das eher so Pocket Heroes sind. Ich werde auch mal ganz kurz schnell in die Nightstalker Games hineinschauen, wie oft das denn gegen einen Keeper of the Light ist. Und es ist schon relativ häufig, dass man das hier sieht, aber auch ohne einen Kotl in der Nightstalker eine ziemlich hohe Winrate. Entwickelt sich halt, weiß ich, zu einem Hero, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist in den letzten Patches, aber meines Erachtens nach halt immer noch verdammt stark, weil was haben wir gerade für einen Meta? Du willst einen statischen Position 5 Babysit Support haben und du willst einen Roaming Support mit richtig Power haben. Und wer sich erinnert, Nightstalker ist ein Roaming Support mit richtig Power. Zwar immer nur in der Nachtphase, aber dafür in der Nachtphase steht ihm halt niemand nach. Und 4-Minuten-Marke ist perfekt. Du startest mit einem Iron Tail im Jungle, wenn du ihn greedy spielen willst, bist dann Level 4,5, gehst in die Mitte, holst einen Killer, bist Level 5, perfekt. Wenn das so läuft, wie du denkst, Nightstalker entwickelt ein unheimliches Potenzial auf jeden Fall. Und Troll, der nächste Mann für Virtus Pro.
Ja, vor allem diese 4-Minuten-Marke, das ist halt eine Marke, die für die Midlane eigentlich immer relativ grausam ist, weil viele Heroes in der Mitte ja in der Mitte stehen, damit sie schnell die Experience kriegen, aber du in der Mitte halt einfach auf Minute 4 noch nicht Level 6 bist. Das heißt, dein Ultimate ist da noch nicht ab. Und das ist natürlich, das bietet so einem Hero wie dem Nightstalker, der mit diesen 4 Minuten das erste Mal in einem Game einen Peak hat, eine super Opportunity, dann so eine weaker Lane wie eine 101-Lane zu ganken. Und auch was Virtus Pro da bisher außenrum draftet, gefällt mir wirklich gut. Also Darkseer, Disruptor-Combo, Vacuum, into Static Storm, Kinetic Field und dann mit einer Wall drüber gelegt, ist ja eine Kombination, die wir schon häufiger gesehen haben, die aber super stark sein kann, wenn sie richtig executed ist. Und die Spieler auf Virtus Pro Seite sind da definitiv gut genug für, um das hier ja in einem Desaster für Navi eventuell enden lassen zu können. Aber auch Navi sind ja keine schlechten Spieler, also die werden da schon Juggernaut spinnen, kann dagegen spielen. Ansonsten hast du eventuell die Möglichkeit, mit einem Kotl Blinding Light sowas ganz schnell mal ja zu unterbinden, indem du den Disruptor einfach aus der Cast Range wegschießt. Oder mit einem Earth Spirit Silence da eventuell in Time durchkommst. Also ja, Navi hat da auch schon probate Mittel gegen. Das auf Ansonsten von jeden den. Fall. Aber auf der anderen Seite, Virtus Pro hatte genau so eine ähnliche Kombination auch gespielt. Der Darkseer von Pascha, er weiß, wie damit umzugehen ist. Und Underlord soll es jetzt sein für Navi. Das ist natürlich ziemlich genial, ehrlich gesagt, weil du einfach schnell Doppelklick Ulti drücken kannst, Darkrift, wenn das Vacuum dich trifft. Der Static Storm hat ja auch einen kurzen Delay von einer halben Sekunde, bis wirklich der Silence einschlägt. Und ja, dann kannst du wirklich doppelt Darkrift machen und du ziehst jeden raus. Dann gilt es halt nur wirklich, diese erste Kombination zu überleben. Underlord von General geht mir hier ziemlich gut rein, kann mir aber auch gut vorstellen, dass hier als letzter Pick tatsächlich noch Magnus hochgefragt wird. Juggernaut mit Empower und Troll mit Empower, das sind zwei Helden, die man gerne mit Magnus kombiniert, und ich glaube, dass der Magnus hier heiß begehrt sein könnte auf den letzten Pick. Der Magnus ist gebannt schon, First Ah, der Magnus Phase ist Ban First von Pick. Virtus Pro. Habe ich ihn Aber ja, übersehen. Underlord hier ein super Pick meiner Meinung nach. Er kann vor allem richtig gut stehen. Das Ding ist Troll Warlord und Disruptor wird wahrscheinlich die Safe Lane sein, und da ist ein Underlord richtig gut dagegen. Also ja, der Magic Damage, der hier durchkommt, ist so gering, dass der Underlord eigentlich mit Regen gegentanken könnte und eigentlich eine gute Offlane hat. Und ja, Vor allem das heißt, Underlord ist auch ein super Held, der immer mal wieder. Ja, Underlord ist ein Held, der relativ gut einfach mal sein Crimson Guard tatsächlich bauen kann. Gern gesehenes Item, 10 sehr seconds remaining. situationsbedingt, aber zum Beispiel gegen einen Troll richtig stark, weil Troll, die 5 Stärke von seconds Troll ist, remaining. dass er in vielen kleinen Hits sehr schnell Damage austeilt. Aber der Nachteil ist halt, Crimson Guard blockt relativ viel Schaden. Gegen so starke Hits nicht ganz so kräftig, aber gegen einen Troll, der viele kleine Hits macht, wird da wirklich 80, 70% im Early Game von der Hitpower eines Trolls weggedividiert. Und da hilft es auch nicht, dass er so schnell angreift, wenn die Hits 10, 20 Schaden machen. Also Crimson Guard könnte hier auf Underlord ziemlich gut werden gegen den Troll. Auch natürlich seine Trophy-Aura spielt da nochmal mit rein, die den Schaden gut reduzieren Genau, kann. vor allem. Und Invoker jetzt von Navi. Das heißt, wir bekommen wirklich den Dandy Invoker und das mit Setup für Sunstrike von Earthspirit und Underlord. Ja, und was du nicht vergessen darfst, ist auch, Troll ist ein Hero, der eigentlich sein 10 seconds erstes remaining. Item, sage ich mal, sein erstes Damage-Item ist häufiger ein Stats-Item, und da ist die Atrophy-Aura ja auch nochmal gut dagegen. Weil die Stats geben Base-Damage, Atrophy-Aura geht gegen Base-Damage. Das heißt, da nochmal 40%, das ist, glaube ich, auf Max-Level. Minus Damage gegen von der Trophy Aura ist schon richtig, richtig gut. Und ähnlich wie beim Crimson Guard hittet der Troll ja in vielen kleinen Hits, wie du es gesagt hast, und auf jedem Hit 40% ist halt richtig dick an Minus Damage, was da von Underlord kommt. Ja, ja, und das dann, wenn du das noch kombinierst mit einem eventuellen Crimson Guard. Kann auf jeden Ja. Fall ziemlich gut werden. Templar Assassin jetzt die Antwort von Virtus Pro. Ein ziemlich starker Laner, auch gegen einen Invoker.
aber drafttechnisch gefällt mir das, was Navi hier aus dem Hut zaubert, auf jeden Fall relativ gut. Vor allem, weil mit einem Earthspirit und dem Firestorm von Underlord und Earthspirit sind halt Möglichkeiten da, um die Refraction der TA auch im Midgame relativ schnell wegzukriegen, was sie dann eventuell nicht ganz so gefährlich machen könnte. Also der Draft von Navi geht mir hier sehr, sehr gut rein. Die Wetten sind immer noch am Laufen. Ihr habt noch knapp 2 Minuten Zeit. Aktuell Navi sogar mit 51,9% in Führung. Das erste Mal in diesem BO3, dass Navi mehr Wetteinträge hat als Virtus Pro. Also die haben euch anscheinend über den Verlauf der Serie mehr und mehr überzeugt. Und wir haben auf Seiten Virtus Pro ihrer Gegner Disruptor, gespielt von Solo. Wir haben Ramses mit dem Troll Warlord. Wir haben in der Mitte No One auf der Templar Assassin Pasha mit dem Darkseer und Lil auf dem Nightstalker. Wen haben wir denn auf der Seite von Navi, lieber Konki? Wir haben Pike ja da auf dem Juggernaut, wir haben Dandy auf dem Invoker, wir haben Roman auf dem Earthspirit, wir haben Beaver auf dem Kotl und General auf dem Underlord. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch schon häufig gesehen gehabt, dass Farming Decisions häufiger den Safelaner eventuell oder Laning Decisions häufig den Farm vom Safelaner ein bisschen sacrificed haben. Und ich glaube, es könnte hier vor allem von der Seite von Navi und auch von Virtus Pro eben ähnliche Decisions geben, weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Kotl und Underlord zusammen eine Dual Offlane spielen und Piket oben mit Roman erstmal alleine ist, weil ich weiß nicht, selbst wenn der Kotl mit am Start ist gegen Pasha und gegen Lil, wenn die eine Dual Offlane spielen, weiß ich nicht, ob das so den großen Unterschied macht. Killing Opportunity haben sie da deswegen trotzdem nicht unbedingt. Und wir sehen schon den Move von Virtus Pro. Ramses geht Richtung Top Lane. Das heißt, eventuell spielen sie Troll und Disruptor gegen Kotl, gegen Earthspirit und Juggernaut, und unten ist es dann ein Kotl Underlord gegen Darkseer und Nightstalker. Zumindest könnte ich mir das so vorstellen, dass es laning-wise so entschieden wird. Und in der Mitte ist dann halt eine TA gegen einen Invoker, was die TA allerdings ein bisschen favort. Ja, das favor definitiv eher die TA, aber laning-technisch auf jeden Fall interessant. Mal sehen, wo sich die beiden Supporter auch von Navi hier positionieren werden, mit Beaver und dem Earthspirit. Über dieses Game hinweg muss man sagen, dass wahrscheinlich Navi das bessere Late-Game haben wird gegen den Troll und die Templar-Assassin. Dafür aber wird das Pro halt immer die Gefahr einer Static-Storm-Vacuum-Kombination ausstrahlt, die auf jeden Fall nicht zu unterschätzen ist. Also Navi wird im Late Game meiner Meinung nach wirklich den Vorteil haben. Sie haben einen dicken Juggernaut, sie haben einen Invoker, Earthspirit, Underlord am Start. Wobei, wir haben auch 2 Helden dabei, die sich halt, wie du schon sagtest, gegenseitig counter. Nightstalker und Keeper of the Light. Ich denke auch, dass Beaver hier in diesem Spiel höchstwahrscheinlich kein Aghanim Scepter aus diesen Gründen bauen wird. Sonst, ja. Na, ich glaube, oben der Juggernaut wird wirklich am Anfang relativ wenig Farm kriegen, weil Navi macht es richtig. Sie babysitten Dandy, denke ich, erstmal mit dem Earthspirit in der Mitte gegen die Templar Assassin. Wobei Lil erst auch mal in der Mitte startet, also da gönnen sie sich beide nichts. Und oben hast du halt das Problem, dass du dann Ramses und Solo gegen Piket alleine stehen lässt. Und das ist wirklich hart für den Juggernaut, dass er dann was rauskriegt, farmtechnisch. Ja, da muss definitiv der Keeper of the Light rotieren. Piket wird sonst hier nichts bekommen. Beaver ist aktuell auf der Botlane gestartet, aber gegen Pasha braucht der Underlord halt nicht wirklich Hilfe. Das heißt, Beaver muss ja entweder gleich auf die Toplane rotieren oder sie schicken General nach oben. Aber Piket, den Juggernaut, ja, der geht vor zum Blasted, kriegt direkt den Thunderstrike von Solo ins Gesicht. Keine Chance für ihn hier irgendwas zu machen. Ja. Und Roman hilft hier erstmal in der Mitte aus. Also das wird, wie du sagst, der Knackpunkt werden. Lil, der hier sogar sein Void einsetzt, damit sie hier die Range Creep XP bekommen und sich nicht teilen müssen. Oder die Knight XP teilen. Auch Roman, selbes Spiel hier quasi, hilft Dandy ein bisschen bei den Last Hits. Einfach um die Range Creeps am Anfang zu securen. Cold Snap jetzt in der Mitte. Rolling Boulder, aber gut in der Animation gecancelt von Lil.
Finde ich aber trotzdem wichtig, dass auch Earthbird hier dem lieben Dandy ein bisschen aushilft, weil, wie du schon sagtest, das ist eine Laning-Situation, die sehr im Nachteil für den Invoker ist. Noch dazu mit dem Nightstalker in der Mitte muss Roman hier halt ein bisschen babysitten. Macht sich jetzt aber auch schon auf den Weg Richtung Top. Ward steht hier aber bereit. Sie sehen, dass das Solo hier steht. Ja, Beaver TP'd. Ich dachte es mir gerade, er hatte eine TP im Inventory und dann kommt er direkt hoch. Und jetzt sollten sie für Solo gehen. Sie kriegen den Rolling Boulder auf Solo. Glimps wird durch. Na, Glimps wird durch Blade Fury gecancelt. Damit hat sich Pikett First Blood geholt, was ihn ja ein bisschen wieder back ins Game kriegt. Er hatte bisher 3 Last Hits. Ja, bisher 3 Last Hits gegen den Troll mit der vierfachen Anzahl ist das definitiv nicht so schön tatsächlich für ihn. Aber Roman auch eine gute Rotation, hat perfekt die Bounty-Rune abgetimt. Sie bekommen dadurch die XP für Level 2 und direkt umgewandelt in den Kick. Also stark gemacht von Roman, der jetzt mittlerweile sich wirklich über diese Qualifier sehr, sehr, sehr verbessert. Am Anfang der Games und vor allem auch der Playoffs hier sehr shaky gespielt, aber letzte Game-Performance und auch hier gerade mit dem Earth-Spirit, das sieht gut aus tatsächlich, was Roman zaubert. Und jetzt kommt, wie du schon sagtest, die Rotation und Beaver hilft hier dauerhaft auf der Top-Lane aus, damit Pikett irgendwie was aus der Lane bekommt. Ja, weil Roman will halt rotieren. Roman will nicht irgendwie auf der Lane chillen und den Juggernaut babysitten, der will versuchen, Plays zu machen. Ja, was er ja auch muss mit dem Earthspirit. Also Earthspirit genau. Ist kein Lane-Supporter, mit dem willst du rotieren, Rolling Boulder, Kicks, irgendwie deinen Teammates helfen auf allen Lanes, wobei er hier halt nicht die beste Situation hat. Bot mit dem Underlord zusammen haben sie eigentlich kaum Killpotenzial. Underlord ist eher so dieser statische Offlaner, der viel aushält, nicht stirbt und gut farmt. In der Mitte die TA zusammen mit dem Invoker töten wird auch nicht so einfach werden tatsächlich. Rolling Boulder rein, kommt jetzt aber. Roman steht hier, bricht die Salve, aber die ist sowieso schon durchgelaufen. Es geht nur darum, dass der Invoker nicht komplett crushed wird in der Mitte und bisher sieht es ganz gut aus. Das ist 18-4 für die TA und 11-4 für Dandy auf dem Invoker. Er spielt noch dazu Quas Vex Invoker, was ihm ja, ganz am Anfang des Games halt einen deutlichen Nachteil im Lasted Damage gibt gegen eine TA, die mit Refraction einfach 110. Einen super Bonus hat. Ja, 110 genau. Right-Click Damage jetzt schon auf Level 4 von der TA. Dagegen kannst du halt den Invoker mit deinen läppischen 70 kaum richtig last hitten. Aber trotzdem macht das Dandy bisher ganz gut. Genau. Also, Dandy auch dadurch, dass er jetzt Quas Vex spielt, hat er eigentlich immer eine gute Opportunity. Wird jetzt aber in der Mitte angegangen. Schöner Boulder Smash durch und dann nochmal der Rolling Boulder rein. Jetzt ist Lil ein bisschen in Trouble. Ja, Roman sacrificed sich hier für Dandy. Na, und die Wetten, dass Dandy davor alle Spells schon genutzt hatte, sonst hätte er eventuell für einen Return Kill auf den Nightstalker gehen können. War ein bisschen unfortunate, aber er wollte, wollte die Refraction von der TA direkt geburnt haben. Ja, Wetten übrigens jetzt schon seit einer Minute zu. Ich hab's mal ausgeblendet. Navi ist am Ende doch nur bei 36% gelandet. Nächster Rolling Boulder von Roman jetzt hier auf den Disruptor. Findet hier den Kick, aber das war von Roman keine clevere Aktion. Denn der Nightstalker kommt rein, Glimps zurück. Roman geht hier down. Und keine Chance für ihn. Und jetzt die MP-Tornado-Kombination auf Novon in der Mitte. Was hat General eigentlich gemacht? Hat er wirklich jeden Last Hit getroffen, oder? General hat ziemlich viel, glaube ich. Jetzt wird der gerade angegangen von Ramses, der jetzt endlich gegen General rotiert. Der hat aber eine Trophy auch auf der 3. Das heißt, Ramses macht hier wirklich, ja gut, er zündet einfach seine Äxte, wenn er schon mit Right-Clicks keinen Damage macht. Aber ja, das ist halt der Underlord, was ich schon sagte. Der macht keine Action. TP von General war fast durchgekommen und dann kam der Value Bash von Troll. Bitter, aber also ich finde es ziemlich interessant, dass General hier tatsächlich für die Trophy-Aura auf Max geht. Gibt ihm natürlich ziemlich gute Lasted-Power, wobei ich halt nicht finde, dass es sich lohnt. Die Duration geht schon nach oben, aber im Endeffekt nur auf, geben die Creeps dir halt genauso viel Damage. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon, die Trophy-Aura so extrem zu leveln, dafür ist Pit aktuell viel zu stark. Aber gut, wenn General hier noch vorhat, länger statisch auf der Lane zu bleiben, ist das okay.
Es geht wahrscheinlich auch darum, dass sie, wenn General angreift, dass er nicht die Trophy Aura nur mit 4% Schadensreduzierung hat, sondern es geht wirklich nur gegen diesen Fall Right. Ja, und in der Mitte Dandy Ghostwalk, aber da kommt direkt der Dust. 4-1 für Virtus Pro, die monströs in die Laning-Phase starten. Ah. Roman hatte sich da schon an der Seite positioniert gehabt. Die wollten da was starten und jetzt wissen sie, oh mein Gott, was macht Beaver da? Der hätte schon längst weglaufen können, der stimmt. Ja, jetzt der nächste TP von General, okay. Versucht sie zu helfen, aber guter Mana League. Nächster TP kommt, Roman ist auch da, Rolling Boulder. Will er hier gerade reingehen, aber das könnte eine schlechte Idee gewesen sein. Sie sind zwar jetzt da zu dritt in der Mitte, aber Go-Möglichkeiten sind trotzdem nicht wirklich gegeben. Ramses hat bisher einen guten Farm, aber General... Ja, General, wie du sagst, der kriegt ziemlich viel. Ich glaube, der farmt auch nebenbei auch immer wieder dieses Hardcamp da gleich mit. 42 Last Hits, es wird ein sehr schnelles Mecker werden. Er geht nicht direkt aus Crimson Guard, wie ich vielleicht erwartet hätte. Gut, aber dafür vielleicht auch die Guardian Greaves zu stark und 15 Rüstung, die sie dann am Ende geben. Könnte gegen den Troll halt auch den Unterschied machen. Oh, Lil, das ist ein guter Play jetzt gerade mit dem Iron Tail nochmal zu farmen. Er war Level 5,5. Wenn er jetzt noch Jungle farmt, ist er gleich Level 6, hat damit Darkness ready und könnte nochmal für einen Gank gehen, der ja einiges machen könnte, aber wird gespottet auch im Jungle von der Observer Ward. Also sie wissen, was er da gerade treibt. Und Juggernaut hat bald jetzt seinen Helm of Dominator bereit. Pikett ist hier ganz gut am Farmen. Trotzdem durch die ersten Aktionen Navi bereits 2. Oh, jetzt so oben Pikett. Könnte hier ein bisschen in Gefahr sein. Lil kommt mit der Rotation. Er wird das Void gezündet. Ja, er hat die Mango ab und er hat den Omni-Slash. Aber trotzdem, er hat Omni-Slash. Hätte nur mit Stick und Mango hätten gereicht. Ja, Stick und Mango hätten gereicht. Na, Juggernaut, der King der Mana-Probleme. Aber gut, einen Nightstalker kriegt er halt nicht mit Omni-Slash alleine. Die 880 genau. HP sind für Level 1 Omni-Slash ein bisschen zu viel. Noch dazu, wenn da noch ein Darkseer mit 8 Armor steht und der auch 960 HP hat. Also das darfst du nicht vergessen. Der Darkseer, 8 Armor, Nightstalker. Hat jetzt gerade 10, weil er noch unter Tower ist, aber... Ja, Rolling Boulder, go jetzt auf Solo, Silence obendrauf. Firestorm von General ist bereit, wird aber nicht gezündet. Also Roman geht hier für das Go. Ja, sie haben halt keinen Pit. Sie haben gut, dass er Darkrift nicht skillt, ist okay. Brauchst du tatsächlich am Anfang der Laning-Phase eigentlich kaum, aber... Ja, und wir haben anscheinend den ersten, ja, Finalist, ne, Faceless, nein, stimmt, in der SCA ist das ja anders. SCA Faceless hat sich gerade eben für die Majors qualifiziert mit einem 2-1-Sieg gegen Mineski. Und jetzt ist es Pit-Up und jetzt ist das Solo hier unten tot. Aber nochmal mit einem schönen Kinetic Field, der nimmt Roman hier nochmal mit. Und jetzt könnte auch General in Trouble sein. Ja, wobei Beaver steht bereit. Firestorm wird gezündet. Pasha, Vacuum. Relativ low, aber er kommt hier tatsächlich nochmal raus. Und der Firestorm macht nicht genug Schaden. Ramses an der Seite. Geht jetzt einfach farmen. Beaver zieht sich schnell genug zurück. Der Nightstalker ist aber noch am Jagen. Nimmt jetzt einfach mal die Reach-Rune für Novan. Machen hier aber auch mal schnell einfach nur einen kurzen Bottle-Tausch, weil Novan braucht die Reach nicht. Lil will sie jetzt kurz haben, dass er weiter ganken kann. Wobei auch Ramses hier einfach direkt den Schrein zündet. Und im Chat wird es gerade angesprochen, da haben wir noch gar nicht drauf geachtet, wie Beaver hier den Kotl skillt. Der hat hier maxed Chakram und ich stimme da dem Chat zu. Es ist deutlich zu selbstlos. Also er hätte hier wirklich noch einiges mehr rausholen können, auch wenn er viel am Rotieren war. Ich denke, ein zweiter bzw. ein dritter Punkt in Illuminate wäre schon echt key gewesen hier. Ja, wobei auf der anderen Seite hast du halt eine gute Cooldown-Reduzierung auch auf die Blade früher. Aber klar, ein zweiter Punkt, Illuminate hätte zum Beispiel auch auf der Botlane den Unterschied machen können. Erhöht den Farm-Speed. Aber vielleicht ist es sowas, mit dem er selber ganz confident ist. Wir werden sehen, wie sich das auszahlt. Aber der Start von Navi das erste Mal in dieser BO3-Serie nicht so wie geplant. Bisher hatten wir zwei Games, in denen Navi eigentlich den besseren Early-Game-Start hatte. Dieses Mal ist es Virtus Pro. Navi muss dagegenhalten tatsächlich. Gut, Underlord hat jetzt trotzdem ein gutes Mecha-Timing.
Ja, also es läuft tatsächlich nicht zerstörend, aber der Goldgraf ist schon auf 3000. General hat dafür einen richtig monströsen Farm auf dem Underlord, hat jetzt auch eine Trophy Aura auf der 4. Mittlerweile wird den Bot Tower einreißen. Dandy hat die Face Boots, braucht hier aber noch ein bisschen bis zur Hand of Midas 1000 Gold. Also zumindest für Dandy, der in der Mitte von TA wirklich zerstört wurde, 2000 Gold der Unterschied. Die Midas muss kommen und sie kommt spät. Problem ist, war halt das nicht mal komplett verpönt, dass du auf Quast wächst eine Midas kaufst? Ja, aber mittlerweile ist halt jeder Levelpunkt so extrem wichtig und der Quast wächst, spielst du auch nicht mehr einfach auf, ja, nur Tornado EMP. Also das Invoker-Gameplay hat sich auf Dauer ziemlich geändert, deswegen du mittlerweile eine Midas gut bauen kannst. Aber, ja, Problem ist, dass Dandy halt nicht mal wirklich Gefahr ausstrahlt, weil er nicht mit Sunstrike auch ganken kann. Jetzt der Smoke-Gank Richtung Mitte. Navi will ja was machen. Sie haben Tornado EMP. Vacuum an der Seite. General wird zurückgeglimpst und hat keinen Darkrift, um da einzugreifen. Beaver jetzt mit einem schwachen Illuminate hier durch. Novorn wird hier aber erwischt. Tornado EMP, Kick durch. Rolling Boulder. Roman, Magnetize gezündet. Blade Fury von Pikett. Vacuum Wall. Pikett geht hier aber raus. Schöner Stun nochmal. Ist hier gerade aber gesilenced. Kann nicht mehr Omni slashen. Der Firestorm. Jetzt der Pit. Aber Vacuum Wall von Pasha zerstört. Navi hier vollkommen. Nächstes Illuminate geht durch. Blinding Light. Glimpse zurück auf General. Der hatte das Mecha noch, aber ist halt zu spät gekommen. Der erste Mecha-Fight von Navi endet in einem Desaster. Pikett hat auch gerade seinen Omni-Slash nicht durchbekommen, weil der Nightstalker ihn gesilenced hat direkt nach der Fury. So wird das Pro perfekte Ausführung dieses Kampfes. Und neben den Tower gewinnen den Fight. Dandy halt wieder gestorben. Ja, weil es einfach keine Ahnung, also ich würde behaupten, es war ein kleines bisschen ein Absprachefehler von Navi da. Der Kotl Illuminate und Dings kamen direkt durch, als Tornado EMP Combo gezogen worden ist. Hier ist aber Lil ein bisschen zu weit nach vorne gegangen, ja. Wird gefunden. Wird auch Dandy gelassen, dass er jetzt sein Gold für die Midas genau bekommt. Das ist wichtig, das ist richtig wichtig. Also, aber auch richtig schönes, schönes Kinetic Field und Static Storm von Solo. So gesetzt, dass eigentlich Roman und Dandy dann zum Schluss noch reinlaufen mussten, um für den Fight eventuell überhaupt noch teilnehmen zu können. Aber wenn die halt beide Silence in einem Fight drin stehen, ja, ist es halt richtig schwer für sie irgendwas zu machen, vor allem für einen Invoker. Wenn der gesilenced ist, ist er ein Non-Factor. Also super gespielt von Solo. Ah, und jetzt kommt Virtus Pro. Sie wollen den Mitte-Push aufhalten. Die Trap kommt. Lil ist mittlerweile am Leben. Dandy steht noch hinten. Jetzt der Pasha. Static Storm Vacuum in die Combo rein. Aber Tornado EMP von Dandy an der Seite. Trotzdem Pikett in Trouble. Gut gesetzter Pit. Pikett hier trotzdem am Laufen. Da kommt der Silent. Pit von General ist am Leben. Mecha gezündet. Glimpse jetzt aber zurück. General kommt nicht mehr raus. Ich weiß nicht, warum Navi hier pushen will. Sie haben gerade das schwächere Line-Up tatsächlich. Sie können diese Kämpfe eigentlich kaum gewinnen. Ja. Pikett hat noch keinen Omni-Slash auf 2. Es fehlt Navi hier gerade. Sie können hier nicht 5 gegen 5 kämpfen, gerade gegen die Kombination. Dazu fehlen wichtige Level, auch wenn sie das Mecha haben. Das reicht halt alleine nicht. Nur mit Mecha gewinnt man keinen Kampf. Also zumindest Level 2 Omni-Slash auf Pikett, der halt in solchen Kämpfen mit dem 1er-Slash absolut nichts reißen kann tatsächlich. Beaver hat jetzt da Illuminate immerhin schon auf der 2, macht wirklich gute Arbeit mit seinem Kotl. Auch die Blinding Lights sitzen hier, aber General hat verloren. Das gefällt mir nicht, dass General hier jetzt hat, nach dem Mecha direkt auf die Guardian Griefs gehen will. Wie du es gesagt hattest, ja, auf jeden Fall ein Vanguard davor. Crimson Guard muss es nicht mal unbedingt sein, aber ein Vanguard wäre schon so key gewesen. Na, und jetzt der Glimpse zurück auf General Pikett. Vielleicht kommt er hin, wenn er Solo erwischt mit dem... Ja, jetzt der Kick von Roman, er hat die Faceboots gleich wieder... Nee. Lässt ab, das ist halt ein Kill. Disruptor kann er einfach töten mit Omni-Slash, aber findet ihn hier nicht wirklich. Ich meine, der Underlord ist sehr tanky, aber wir haben es gerade gesehen, auch der stirbt irgendwann, wenn 5 Heroes auf ihn einhauen. Und da wäre ein Vanguard zumindest schon mal richtig gut gewesen. Auch die, das Crimson Guard, das du schon angesprochen hattest, wäre schon echt dick. Sollten sie vielleicht schon drauf gehen statt den Guardian Griefs?
Problem ist halt auch, Pascha ist richtig gut im Game. Ja, die Guardian Greaves helfen natürlich auch, zumindest mit der Rüstung am Ende. Aber ich finde Crimson Guard hier einfach richtig stark in diesem Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach von mir eine Fehleinschätzung, Überschätzung des Items tatsächlich. Wir werden sehen, wie sich's auszahlt. General ist hier halt immer noch gut im Spiel dabei, aber Virtus Pro baut währenddessen einfach ihren Vorteil weiter aus. Und jetzt mittlerweile No One mit dem, der so mit dem Dagger 7.500 Gold, 10.000 XP. Der Early Game Draft von Virtus Pro funktioniert, aber wir haben ja auch schon drüber geredet, dass das Early Game die Phase von Virtus Pro ist mit Troll, mit TA. Sind sie halt in dieser Phase, spielt es unfassbar stark. Nur Lil arbeitet jetzt auch schon am Arcanum's Scepter mittlerweile. Ja, und Beaver geht auf das Arcanum's First. Also, was wir sonst sehen, wenn wir Kotl gegen Nightstalker sehen, ist zumindest ein Forstiff auf Kotl davor. Aber Beaver will hier das Arcanum's als allererstes ready haben. Was mich tatsächlich überrascht, also ich würde raten, gegen einen Nightstalker kein Arcanum's Scepter tatsächlich zu bauen. Doch, das ist schon okay, weil du halt einfach sehr, sehr mobil. Du hast halt permanent Blinding Light und permanent Relocate, aber du hast keinen Heal und keine Day Vision. Also die starken Teile des Agas werden halt gecountert und Virtus Pro geht jetzt auch schon mal direkt in Roshan mit Jay, der so und Ramses easy going. Okay, General sogar mit dem Buyback. Navi möchte es contesten, Roman geht hier rein, Kick, Magnetize draußen im Pit. Erstmal direkt der Static Storm gesetzt, aber Roman ist sogar noch am Leben, hier gerade überlebt, das ganze Healing Ward gestellt. Jetzt der Pit außerhalb. Dandy wird vom Troll angegangen, schmeißt hier aber seine Öhren drauf. Oh, also die gut contestet hier von Navi. Der Rosh ist halt halb down. Können sie da weitermachen? Aber Magnetize ist jetzt erstmal weg für 77 Sekunden und sie haben keinen Seite Kill Vacuum bekommen. Ball, Vacuum Wall und Static Storm auch gerade gezogen worden in dem Fight. Also keine Wall und kein Static Storm erstmal. Darkness ist auch noch auf Cooldown. Das ist gerade das Opening für Navi. Da müssen sie versuchen zu fighten, den Rosh zu holen. Ja, sie warten jetzt, bis die Wall weg ist, denke ich. Weil, genau. Damit sie nicht reingevacuumt werden mehr. Die Wall müsste jetzt auch gleich weg sein. Ja, da ist sie weg. Gerade nochmal Cooldown gecheckt. No One. Ja, wird jetzt. Und jetzt geht Pikett hier gerade rein. Healing Ward ist halt auch noch 10 auf Cooldown, aber dafür keine Wall. Beaver kann jetzt erstmal Illuminate auf 4 mittlerweile auch gut da durchspammen. General steht hier bereit, Tank, Static Storm, aber Kinetic Field erstmal geschmissen. Vacuum holt hier General raus. Tornado kommt aber durch von Dandy. Dandy aber, wenn das in der Backline geht, hier direkt down. Roshan fällt und TA snatcht das Aegis weg. No One mit dem Aegis auf dem Model und jetzt muss Navi raus. General mit dem Dieback und auch Roman wird zurückgeglimpst. Virtus Pro fährt hier rein. Man nennt es Desaster. Man nennt es Desaster tatsächlich. Und jetzt auch noch Pascha mit dem Chase Void gezündet. No One Domination. Nach dem Aegis Snatch auch noch den Keeper of the Light bekommen. Na, auch dass Dandy schon so früh in dem Fight wieder down gegangen ist. Oh mein Gott. Also Virtus Pro, die zeigen sich ja, glaube ich, also zumindest jetzt im dritten Game deutlich stärker als Navi. Na, stimme ich dir zu. Also Virtus Pro hier in diesem dritten Game, nachdem sie in den ersten beiden das Early Game nicht so gut managen konnten, hier gerade gegen Navi, Überfahrkommando. Dandy hat halt nur die Hand of Midas, holt sich jetzt einen Four-Staff. Also der Dandy hat halt ungefähr genauso viel Networth wie der Support Nightstalker. Das ist schon ziemlich bitter für ihn. Und das, obwohl er in der Mitte nicht mal so zerstört worden war. Im Early. Und keine Ahnung, jetzt kommt er halt nicht mehr hinterher irgendwie, gefühlt. Er kommt nicht in die Fights rein, er kann seine Spells nicht landen. Er hat wenig Level für einen Invoker. Wenn du es dir anschaust, die TA von No One ist jetzt gleich Level 18. Dandy chillt noch auf Level 12. Ja, Dandy geht hier auch auf die Talents. Er will sich die Level, die 30% XP holen. Und Top Tower wird immerhin jetzt eingerissen, so zumindest ein bisschen versucht, hier Pressure Druck auf den anderen Lanes aufzubauen. Aber während das No One hittet jetzt schon den T3, Blinding Light vom Keeper of the Light macht hier halt auch noch großen Schaden tatsächlich. Und Navi dümpelt hier jetzt gerade noch ein bisschen rum. Radiant
Roman arbeitet jetzt auch an der Midas. Navi merkt, okay. Bin zwar immer noch kein Fan von der Midas auf einem Earthsbild. Darüber hatte ich auch schon mal mit Nova, dem Earthsbild-Spammer, tatsächlich geredet. Aber hier in dem Spiel, sie müssen hier ins Late-Game gehen irgendwie. Manta-Style auf Pike ist bereit. Die einzige Chance für Navi besteht aktuell in Mission Late-Game. Beaver, der farmt hier ziemlich gut auf dem Keeper of the Light mit seinem Illuminate immer wieder. Hier wird aber erstmal Dandy von Lil gefunden. TP't sich direkt raus. Aber ja, wenn der Support Nightstalker den Core Invoker wäre zum TP'n zwingt, dann läuft da einiges falsch. Naja, wie gesagt, also die haben selbes Networth und selbes Level. Das ist halt wirklich traurig. Also Navi, Dandy hittet jetzt gleich Level 13, der Nightstalker ist skimmt noch auf Level 12, aber gerade eben waren sie beide Level 12. Obwohl, ja, es kommt, es macht kaum Unterschied. Also Dandy mit einem marginalen Vorteil gegenüber dem Position 4 Nightstalker von Virtus Pro. Und sie müssen jetzt zusehen, dass sie Dandy hier wieder ins Game kriegen. So kann das Spiel nicht weitergehen, gerade für Navi. Invoker muss einfach... Sie müssen dafür sorgen, dass der Invoker wirklich seinen Impact wiederkriegt, dass er in die Fights besser reinkommt. Er hat sich jetzt auch einen Forstuff geholt für Positioning. Und ich finde auch, dass der Kottl... Ja gut, Kottl baut jetzt sein Arganems fertig, dem fehlt nicht mehr viel gut. Vielleicht kommt er dann mit dem Farmen durch das Arganems auch noch Richtung einem Forstuff. Also Forstuff finde ich gerade eh ziemlich gut hier in dem Game. Ansonsten... Ich glaube, die traurige Wahrheit ist, sie brauchen auf Dandy irgendwann einen BKB in dem Game, damit er nicht in Vacuum Static Storm Combo reingezogen wird. Ja, und hier wird gerade Roman jetzt gefunden, solo, aber in den Pit zumindest gefangen. Die EMP trifft ihn hier und Dandy schnappt sich hier immer in den Kill. Ja, solo traded hier Supporter, der aber insgesamt für Navi besser ausfällt. Sie verlieren zwar Roman, kriegen hier, aber okay, Roman hat sich noch das Buckler gekauft, währenddessen Pike stirbt auf der Botlane. Trotz Manta-Style hier keine Chance gegen Ramses und den Nightstalker zusammen. Und währenddessen der Keeper of the Light hier in der Mitte auch noch weggesnatcht von No One. Ja, der hat mittlerweile mit Desolator, Hurricane Pike und Dagger ist natürlich so mobil, dass er nichts befürchten muss. Und vor allem hat Beaver auf dem Kottl dadurch gerade nochmal 200 Gold verloren. Er ist jetzt auf 700 Gold gerade, das heißt, ihm hätte eigentlich nur noch 100 Gold gefehlt, wenn er dann nicht stirbt. Wäre das super Key gewesen für ihn, dass er sein Arganems fertig kriegt, dauerhaft Blinding Light. Oh mein Gott, und Dandy muss hier den Schrein für einen Hit der Tieran machen. Weg hier um Wall. General Roman, keine Chance hier. Virtus Pro wird in die Semis einziehen. Glaube nicht, dass Navi hier gerade noch irgendwas groß machen kann. Und der Glimpse sitzt zurück. Dandy hier jetzt erstmal gefunden wird, das Pro Ramses. Aber das sind Rex, da können sie nichts gegen tun. Na, das waren Rex, besser gesagt. Ja, und wer mich richtig impressed, also du hattest ja schon mal gesagt, dass Pascha gut den Daxia gespielt hat, der seine Walls waren richtig on point, wie er die hier gesetzt hat. Das hat mich sehr impressed, seine Leistung. Vor allem, weil Pascha auch, wie im letzten Roche-Fall, der geht nicht einfach für diese blinden Vacuum-Walls, er setzt teilweise auch einfach mal die Wall und dann Vacuum erst hinterher und Co. Genau. Es ist ja auch, wenn du es dir überlegst, es ist ein effektiverer Way, weil du, Vacuum-Wall, du gehst Vacuum, das hat nur einen ganz kurzen Mini-Stun und die Leute können dann rein theoretisch schon wieder ein bisschen rausmoven, bis du mit der Wall-Cast-Time durch bist, triffst du nicht zu 100%. Der andere Weg außenrum, also Wall into Vacuum, ist halt viel effektiver, weil die Walls load mittlerweile, das heißt, du setzt die Wall, vacuumst sie rein, dann sind sie kurz Mini-Stunt, dann kommt der Proc, der Wall-Illusion auf jeden Fall durch und der Damage. Und dann mit dem Slow in der Wall zu stehen, ist dann einfach viel, viel schwerer da rauszulaufen. Also Damage-wise ist das die deutlich bessere Reihenfolge des Spells zu casten. Und vor allem, wenn du dann noch Static Storm hast, also dann ist es natürlich ein anderes Ding. Dann willst du erst Vacuum nutzen into Static Storm Kinetic Field und dann die Wall drüberlegen.
Ja, also Pascha spielt hier, egal wie man das dreht, er spielt einfach einen richtig guten Nightstalker. Darkseer, der Nightstalker von Lilith, ist auch solide. Hat mittlerweile auch Aghanims Scepter Gemme. Viva hat ebenfalls sein Agar, aber wie wir es schon gesagt haben, wird das halt von Darkness ziemlich hart gekontert in den Teamfights auch. Oh. Und Nova schießt ja einfach mal Roman weg. Da bin ich nicht mal schnell genug mit der Kamera. So schnell ist Roman tot. Und jetzt Dandy wird hier gefunden. Er hat zwar einen Force-Stuff, glimpst aber zurück. Dandy, ja, da kommt Nova und... Wow, okay, der Hit ist gerade gemisst von der TA. Geht hier aber vor mit dem Psyblade. Hämmert hier jetzt rein. Beaver, schau dir das an, was Nova sich hier trauen kann. Weil er einfach so dick ist mit seiner TA. Vier Leute von Navi, die Nova zuschauen, wie sie von ihm verprügelt werden. Ja, und sich erstmal noch gesammelt, um einen Schrein ja, gruppieren, um dort Reach hinzukriegen, damit No One hier keinen Kill rausholt durch sein Base Diving. Und jetzt der Static Storm into Wall. No One kommt hier hinterher. Guter Tornado von Dandy. Der Schrein ist an, aber nicht mal der Schrein kann sie hier beschützen. Ramses kriegt den Omnislash, aber auch der macht keinen wirklichen Schaden. Mit Saint und Yasha ist er so tanky. Und jetzt eine Hit auf Pike. No One. Wicked. Sick. Beibig von Dandy an der Seite. Gibt es auch nochmal den nächsten Kill. Da fällt direkt Roman um. Die Trap gezündet. Dandy, Beibig, Ramses Kill. GG. Wallplay is called. Virtus Pros in den Semifinals. Ja, also so funktioniert das hier. Virtus Pro mit einer beeindruckenden Leistung in Spiel Nummer 3 gegen Navi. Hier war in diesem dritten Spiel nichts von dem Navi aus Spiel 1 und 2 zu sehen. Virtus Pro ist einfach drüber gefahren. Und ja, von Anfang an geradeaus Richtung Halbfinale. Keine Chance für Virtus Pro hier, gerade für Navi. Und damit Virtus Pro in den Semis, aber, ja, weiß nicht, war das hier einfach ein klarer Draft-Win von den Timings, oder was hätte deiner Meinung nach Navi besser machen können, lieber Konki? Ich glaube, es ist schwer zu sagen, was Navi hätte besser machen können. Es war einfach super, super gut runtergespielt von Virtus Pro. Also, die haben halt keinen Fehler gemacht an sich. Und wir hatten es ja gestern schon ein paar Mal. Ich schaue ja gerne mal nach Fehlern, wenn sie im Game sind. Und bei Virtus Pro hast du da eigentlich gar keinen gesehen. Sie haben immer wieder, sie haben direkt die erste Nighttime genutzt, um Dandy dann damit ein bisschen zu crushen in der Mitte. Ihn immer wieder abzuholen. Dann, ja, das Laning, der Darkseer lanet im Early Game nicht so gut gegen den Underlord. Das haben wir auch gesehen, dass ja, General da gute Last Hits hatte, aber mit der Bewegung dann von, mit der Rotation von den Supports haben sie auch General nochmal abgeholt. Sie haben eigentlich jede Lane immer wieder unter Druck gesetzt und dann da was rausgekriegt, Virtus Pro, und im Endeffekt haben sie es einfach super runtergespielt. Die hatten, das Game war absolut fast fehlerfrei. Ich meine, sie haben zwei Tode auf, einen Tod auf einem Core, das war Noborn, der ein einziges Mal gestorben ist. Und ansonsten Solo, der mal abgeholt worden ist, was für ihn aber auch kein großer Nachteil war. Nö, Solo wurde da ein paar Mal abgeholt, hat aber halt auch ein Agar-Dagger-Urn. Das ist schon ziemlich, ziemlich hart. Und ja, damit zieht Virtus Pro in die nächste Runde ein. Alliance spielt gerade parallel gegen Bears, ist auch schon am Laufen. Da werden wir jetzt dann direkt dann mal joinen. Wobei ich gehört habe, dass da Bears anscheinend Spiel Nummer 1 verloren hat. Das heißt, Alliance nur noch ein Spiel davon entfernt, nachher gegen die Jungs von Secret tatsächlich zu spielen. Und ja, dann gucken wir auch gleich mal rein gegen Bears, gegen Alliance. Möchte an der Stelle aber nochmal an zwei Sachen erinnern. A, unser Giveaway, was wir aktuell am Laufen haben, das SF Arcana Giveaway. Plus dann natürlich...